Hallo und einen schönen guten Tag zu einem neuen Video da auf meinem Kanal. Heute mal nicht mit Landwirtschaftssimulator, sondern ich habe halt Post gekriegt. Und was in der Post drin ist, das wollte ich euch halt zeigen. Da haben wir die Post. Und zwar ist dieses Päckchen von Schördinator. Schördinator, was kennt ihr da drin sind? Ich klappe mir mal zusammen auf, dann kann der Ringo, was drin ist. Ja, dann machen wir das Ding mal auf und dann gucken wir mal, was da drin ist. Geht ein bisschen bes. Schördinator. Es klebt zusammen. Zwei T-Shirts sind drin. Da auf dem einen T-Shirt, da guckt schon was raus. Dann gucken wir mal, was das ist. Jetzt müssen wir das nur glatt ziehen können. Jo, ihr Leute, ihr habt es gesehen. Zwei T-Shirts waren da drin. Von Schördinator oder bei Schördinator. Schördinator. Wie T-Shirt bestellt. Dann gucken wir mal. Ihr habt es ja eben schon auf dem Tischlein gesehen. Das ist das eine T-Shirt. Stoppschild TV bei YouTube. Ich habe gedacht, ich lasse mal ein paar T-Shirts machen. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal gut an, der Stoff. Das soll es Größe XXL. Für mein Prachtkörper in Anführungszeichen ist XXL gerade gut genug. Ja, wenn die Wampe da nicht wäre. Die ist vielleicht ein bisschen kleiner. Ja, wie die T-Shirts ausfallen, das gucken wir mal gleich. 2XL. 2XL steht da. Kann das sehen? Ich glaube nicht. Egal. Ja, also anfühle, tut sich das T-Shirt vom Stoff schon mal sehr gut. Da gibt es gar nichts zu bemängeln, würde Testbüchel sein. Der Druck ist so, ja, gucken erstmal den Druck an, also fühlt sich auch, der fühlt sich so ein bisschen gummiert an. Vom Druckbild her, jo, ist eigentlich in Ordnung, ist nichts ausgefranst oder irgendwie Farbe verlarvt, ne? Ist eigentlich so, wie das sein sollte. Also, einmal ein T-Shirt XXL in hellgrau, machen wir noch das andere T-Shirt auf. Da kann man es nicht so sehen, da haben sie es anders verpackt. Da wäre echt das mit dem Stoppschild TV nicht aufgefallen. So, da kommt jetzt T-Shirt Nummer 2. Ist übrigens kein Schwarz, sondern Marine oder ja, Marine. Aber ich zeige euch nachher noch auf dem Bildschirm, wie ich das Ganze bestellt habe und ja. Steht 82XL vorne drauf und fühlt sich ebenfalls schön an. Ich lege die T-Shirts nehmen wir noch auf den Tisch und dann gucken wir mal, wie die Maße sind. Und dann tun wir es mal mit der Maße vergleiche, wo im Shop gestanden hat. Dann würde ich mal sagen, messen wir mal die T-Shirts. So, das ganze T-Shirt kriege ich eh nicht drauf. Ne? Da müsste ich nämlich noch ohne schwenken. Aber lassen wir mal so. Das T-Shirt hat eine Breite. Ich weiß nicht, wo man die Breite messen tut. Boah, schwer zu sagen, oder? Ich guck mal, ich messe mal daneben. Da würde ich sagen, 58,5, wenn ich mich nicht vermesse. Und die Länge, knapp 74. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich an der richtigen Stelle messe tun. Weil dafür muss ich erst die Kiste anschmeißen, sprich der Computer und dann, dann sieht man es. Also, da messe ich 53. Und das andere nicht, weil das andere nicht größer gewesen. Und die Höhe
knapp 77. 76,7. Alles klar, dann gucken wir mal auf das mitgelieferte Plastiktütchen, was dort drauf steht. Da steht nämlich die Pflegeanleitung oder wie man die T-Shirts behandelt dort drauf. Und zwar, wir haben Symbole. Symbole. Ich weiß nicht, ob das kenne, die Symbole. Es ist ein Bügeleisen drauf mit einem Punkt. Das heißt, in Stufe 1 mit Bügeleisen kann man das T-Shirt bügeln. Wäsche, Maschine wäscht bei 30 Grad. Trockner ist durchgestrichen. Ja, ich wüsste, das andere ist, glaube ich, chemische Reinigung nicht und nicht Bleiche oder keine Ahnung. Aber ich sag mal, als Otto-Normalmensch macht man das eh nicht mit der Wäschmaschine. Aber dann gucken wir mal noch. Waschanleitung, ne? Waschanleitung in Englisch, Deutsch, Französisch, SK, was ist ein SK? Boah, ich habe keine Ahnung, was SK ist. Und CZ. Ich glaube Tschechisch und Slowenisch oder korrigieren mich oder ich google mal nachher noch genau. Aber auf jeden Fall, Waschanleitung bzw. Wäschanleitung, wie ich sagen würde. Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von Shirtinator entschieden haben. Um lange Freude daran zu haben, bitten wir Sie, unsere Pflegehinweise zu beachten. Vor dem ersten Tragen waschen. Gut, mache ich nicht, weil ich es gleich anprobiere tun, bevor ich es wäsche tun. Damit nämlich noch sehen kann, wie es mal passt, wie es mal ausfällt, ob 2XL groß genug für meinen Traumkörper ist. Also. Maximale Waschtemperatur 30 Grad. Nicht bleichen, das Bleiche habe ich ja gesagt. Nicht weichspülen, oh. Wir machen eigentlich fast immer Weichspüler in die Wäsche bei, ne? Damit es gut riecht und sich auch locker flockig anfühlt, naja. Nicht heiß trocknen, nicht heiß trocknen, das ist ja schon mal gut, weil eigentlich du mir alles oder fast alles in den Trockner schmeiße. Mache aber meistens schon trockne. Weil dann ist die Temperaturbelastung von der Textilien nicht so hoch. Und ob es jetzt länger dauert, bis die Sachen trocken sind oder kürzer, ist eigentlich egal. Aber trockne, im Trockner ist eigentlich bei uns Pflicht. Und gut, wenn das Sommer schön wird, werden wir wahrscheinlich mal nochmal die Wäschespindel aufbauen. Und dann könnte man die Sache auch draußen trocknen. Aber im Moment, Wäschetrockner. Nicht heiß bügeln, nicht heiß bischeln. Nicht chemisch reinigen, nicht chemisch reinigen. Linksherum waschen und bügeln. Linksherum Wäsche und Bischle. Und dann noch der obligatorische Hinweis, Achtung, Kleinkinder, Tüte, Erstickungsgefahr. So, das bin ich jetzt mit meinem normalen T-Shirt, sag ich mal. Größe davon kann ich gar nicht sagen, egal. Und jetzt, stopp, habe ich das andere T-Shirt an. So, von der Länge her. Von der Länge her geht's. Es guckt gut über die Horse drüber. Ich bin ja eigentlich einer, der T-Shirts immer über die Horse drüber zieht. Von der Breite her könnte es ein bisschen breiter sein. Ich würde nämlich sagen, figurbetont ist es, man sieht meinen Bauch. Ja, ich weiß, ich will ja abnehmen. Aber ansonsten fühlt sich ja gut an. Jo. Ich komme mal ein bisschen näher. Stoppschild. Ja gut, das ist so positioniert worden, wie ich mal gedacht habe, dass es gut aussieht. Es hätte vielleicht noch ein bisschen kleiner sein Stoppschild, aber da stecke ich nicht drin. Hätte vielleicht noch ein bisschen darüber wandern, aber wie gesagt, das sieht man nicht so. Das hat man nicht so im Gefühl, Urin, ob das jetzt gut aussehen tut oder nicht. Aber, jo. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal noch das Blaue an. Marine oder wie es heißt. Ob eine Sklave oder nicht, ich glaube, das Marine da, obwohl das auch 2XL ist, guckt das ein bisschen lockerer. Das hatte ich ja, glaube ich, auch ewig gemessen, dass es größer ist. Oder? Ich meine, ja. Ich fühle mich wohl.
Hier fühlt sich das noch ein bisschen komisch an, wahrscheinlich, komm ein bisschen näher. Da fühlt sich das noch ein bisschen komisch an, wahrscheinlich vom Druck, wo es irgendwie ingespannt war in der Maschine. Oh. Ich mir das nur inbilde oder ist das hier so eine Fläche? Aber wie gesagt, das ist bestimmt vom Druck, das geht bestimmt auch vom erste weg, Wäsche weg. Ist natürlich mit dem dunklen T-Shirt da, ich hätte mal auch schwarz geholt, aber schwarz war ausverkauft. Ist das Stoppschild TV da bei YouTube ein größerer Kontrast? Aber Navy oder Marineblau, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Jo, ich habe mir die T-Shirts da auf www.shirtinator.de bestellt. Bin ich eigentlich über die Google-Suche drüber gekommen. Ich habe einfach in Gap T-Shirts selber gestaltet oder T-Shirts selber bedrucke. Geht mal auf Gestalten. Dann kann man hier ganz einfach auf Bild hochladen gehen. Und sich dann entsprechend was auswähle. Bei mir war es in meinem Fall, oh Gott, wie heißt's? Das da, dann kommt da noch ein Dings. Es war ja schon ein PNG-Bild, das heißt ohne Rand. Dann kann man hier auf Original verwendet gehen. Und jetzt haben wir hier die Sternchen da. Das heißt, der Druck ist nicht so optimal. Das sollte ich dann einfach verkleinert, bis hier alles im grünen Bereich war und Hans Sander rüber gezogen. Ja, Größe. Schwarz war ausverkauft, das da ist jetzt glaube ich das, wie nennt sich die Farb? Steht da irgendwie Farb? Navy, Navy, da steht's, ja. Masterbälle. XL habe ich dann reingeschmissen. Ne, Quatsch. XXL habe ich dann reingeschmissen. Hier ist nur eins. Und Masterbälle Anzeige. Jetzt gucken wir mal, was die Gute doch von Shirtinator zu XXL sahen. Das Grüne ist die Höhe oder Länge 80 cm und die Breite 62 cm. Was habe ich jetzt gemessen? Entspricht nicht ganz dem Maße. Hier unten steht ja auch, fällt kleiner aus, ne? Sonst kann man das Ganze in den Warenkorb schmeißen. Ihr habt es gesehen. Mit Druck kostet das Ganze 18,99 €. Haben wir zwei Stück gekauft. Und Versandkosten Ware 3,99 €. Konto habe ich per PayPal bezahlt. Es gibt hier mehrere Zahlungsmöglichkeiten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Abo da, dann verpasst du auch nichts mehr. Und das Video ist keine Werbung. Ich wollte euch nur mal zeigen, wo ich mein T-Shirt herhabe, wie schnell das geht, quasi ein Test. Ja, lassen mich mal abschließend mal noch ein paar Worte dazu sagen, nachdem ihr jetzt hoffentlich gesehen habt, wie das Ganze bestellt worden ist. Also, ich habe am Karfreitag bei Shirtinator die T-Shirts bestellt. Karfreitag. Sprich, den 19. April. Heute ist Mittwoch, der 24. April. Wenn man die Feier da bedenkt, es war eine super schnelle Lieferung. Die Qualität ist gut. Jetzt warten wir mal ab, wie es noch am ersten Wäsche ist. Das kann man natürlich nicht sagen. Und ich glaube, ihr werdet mich jetzt öfter schon in dem T-Shirt Videos machen sehen. Aber die T-Shirts sind natürlich nicht nur für den Helm vor der Kamera. Ich habe auch gedacht, wenn ich zum Beispiel durch den Globus laufe oder durch der Aldi oder auf dem Spielplatz, vielleicht sehe ich mich mal ein paar Leute und denke, oh, Stoppschild TV, guck ich mal doch mal an. Vor allem, wenn man aus dem Saarland kommt. Ich hoffe, ihr habt heute Spaß an dem kurzen Video da und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert tun. Und ihr wisst ja, das Ganze bla 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 für Daumen nach oben. Zwei Kinder, ihr das kennen, würde ich mich auch drüber freuen. Und es geht nicht nur mit Landwirtschaftssimulator weiter, sondern am nächsten Sonntag ist ein Familienausflug angesagt. Wohin? Lassen euch überraschen. Ich hoffe, das Wetter spielt mit.
Aber wenn, gibt es am Sonntag wieder Ausflug und dass du dich filme, das kann er dann echt auch angucken. Bis dahin, mach's gut, euer Dirk von Stoppschild TV. Tschüss.